Er fliegt, er watschelt und er schwimmt. Er quackt für sie und er quackt für dich. Er schnattert auch mal nur für sich. Und wenn du ein Liedchen singst, dann schwimmt, dann taucht er und dann plumpst er auch für uns. Plätscher, plätscher, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Hier kommt ein Tröpfchen später, plätscher, plätscher, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Hier kommt ein Tröpfchen später. Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Plätscher, plätscher, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Morgen beginnen eure Ferien, aber ich habe noch eine Überraschung für euch. Manche von euch Schlaumeiern wissen es vielleicht schon. Demnächst findet ein großer Wettkampf statt. Zum ersten Mal wird hier in Deichstadt ein Triathlon für die Jugend stattfinden. Oh ja, das ist super! Ja. Das wird spannend! Ich möchte, dass ihr alle hart trainiert und fit bleibt, damit ihr beim Wettkampf mitmachen könnt. Und Durchhaltevermögen ist dabei das Allerwichtigste. Jawohl! Ich kann nicht so gut Radfahren. Ein schwacher Punkt ist Schwimmen. Aber da bist du ja unschlagbar, muss man neidlos anerkennen. Beim Laufen aber kann ich es nicht mit dir aufnehmen. Oh, hey, Alfred! Machst du auch mit bei dem Wettkampf? Ja. Glaubst du denn, dass du gewinnen kannst? Ich weiß nicht, aber ich versuche mein Bestes. Wenn ich mitmachen würde, würde ich bestimmt nicht verlieren. Ja, wir stehen uns in nichts nach, Gra. Warum machst du denn beim Training nicht mit, Gra? Hast du schon wieder vergessen, dass ich mir die Flügel gebrochen habe? Ach ja, das stimmt. Wie schlimm für dich. Er ist noch nicht wieder heil. Und du, Schnell, du machst wohl mit? Ja, ich wohl. Aber ich glaube nicht, dass ich gegen Alfred gewinne. Ach, Schnell, woher willst du das wissen? Aber sicher, es gibt bestimmt jemand, der Alfred schlagen kann. Morgen beginnen wir mit dem Training, Alfred. Ja. Was ist los? Hast du keine Lust? Ich glaube, Gra hätte auch gerne mitgemacht. Das geht nicht mit einem gebrochenen Flügel. Das tut mir aber leid. Hör zu, Alfred. Du bist eine echte Wettrennente. In diesem Wettkampf wird dich niemand besiegen können. Ja, ich weiß nicht. Du musst an dich glauben. Ich erwarte viel von dir. Los, Alfred, du bist doch viel zu langsam. Ich kann nicht. Versuch es. Gut so. Schneller, Hannes, Tempo! Ein bisschen mehr Tempo! Ich weiß, ich kann nicht mehr. Mensch, Hannes! Alles klar? Gib mir etwas Wasser. Nein, Hannes! Nur 5 Minuten zum Verschnaufen. Jetzt nicht, mein Freund, wir sind beim Training. Oder möchtest du vielleicht gegen Alfred verlieren? Eins, zwei, du musst doch mit den Flügeln arbeiten. 1, 2. Was ist los mit euch? Nichts, wir ruhen uns aus. Übernehmt euch nicht, es ist sehr heiß heute. Das geht dich nichts an. Viel Erfolg, Hannes! Blöder Mist.
Auf die Beine, Hannes! Wir müssen weiter! So ist es prima! Immer weitermachen! Zum Umfallen müde, Alfred. Ist Gra heute nicht da? Nein, deshalb mache ich auch ein bisschen langsamer. Warum machen wir nicht ein kleines Wettfahren? Gegen dich kann ich nicht gewinnen. Das ist doch nur Training. Niemand gewinnt oder verliert. Übrigens, Radfahren ist mein Schwachpunkt. Worauf warten wir? Los! Okay. Froh, dass du nicht schlimmer verletzt bist. Fertig. Hannes ist schlimmer dran, glaube ich. Ja, ihr hättet das nicht tun sollen. Ich habe ihn überredet. Und dann hat Hannes dich dabei über den Haufen gefahren. Mhm. Dann seid ihr ja quitt. Ich brauche wirklich keinen Arzt. Doch, du musst dich untersuchen lassen. Siehst du, ich hab doch gesagt, das ist nichts Schlimmes. Das kann nur ein Arzt beurteilen, Hannes. Hey, Stampf, ist bei dir irgendetwas nicht in Ordnung? Seit die Ferien begonnen haben, fühle ich mich gar nicht wohl. Ja, du siehst nicht so gut aus wie sonst. Ich fühle mich auch wie ein nasser Lappen. Ich hab überhaupt keine Widerstandskraft mehr. Das klingt gar nicht gut. Naja, es geht schon wieder besser. Bist du verletzt, Hannes? Du bist doch im Wettkampf dabei, oder? Ja, so schlimm ist es nicht. Zum Glück. Kra-kra, Stampf! Du sagtest, es würde dir schon besser gehen. Nimmst du Medizin? Ja, etwas Neues. Es wirkt Wunder. Sogar der Doktor hat gestaunt. So? Und wie heißt das Mittel denn? Ich weiß den Namen nicht mehr, aber ich hole es immer bei Wille, den Apotheker. Diese blöde Tür, viel zu eng ist die. Hä? Guten Morgen, Herr Apotheker. Ah, Tag, Kerr. Kann ich dieses Medikament bekommen? Ich schau mal nach, mal sehen. Bist du verletzt, Kra? Ich nicht. Es ist für Hannes, für meinen Freund Hannes. So, so. Oh, Kra. Hm. Oh, da bist du ja wieder. Ich hole die Medizin für Hannes ab. Danke fürs Warten, Kra. Du bekommst noch Geld raus. Vielen Dank. Was ist los, Dampf? Ich möchte nur meine Medizin abholen. Oh, geht es dir immer noch nicht besser? Doch, aber der Arzt hat gesagt, ich soll das Mittel noch eine Weile nehmen. Ah, so ist das. Na, mal sehen, Stampf. Ja, da ist es. Bitzi, ich möchte etwas mit dir besprechen. Nein, Kra, ich will kein Dieb sein. Aber was sagst du denn da? Ein Dieb, der sagt, dass er kein Dieb sein will. Aber ich bin kein Dieb. Ich hab doch gesehen,
wie du die Murmeln aus dem Spielzeugladen geklaut hast. Ist das denn kein Diebstahl? Weil sie glitzerten und... Und weil Elstern mit Murmeln eben sehr gerne murmeln. Aber du hast auch mal den Rubin vom König gestohlen. Weißt du, dass der König zum Triathlon kommt? Krak, krak, krak. Da werde ich ihm erzählen, dass die Bitsy immer noch alles klaut, was glitzert. Nein, bitte nicht. Nun, wenn du mir einen Gefallen tust, erzähle ich es weder dem einen König noch einem anderen König. Was soll ich für dich tun? Nun, für dich ist das ein Kinderspiel. Schau, das ist die Apotheke von Wölle. Das Fenster da oben ist nie verriegelt. Da kannst du ohne Probleme reinfliegen. Und was soll ich dort stibitzen? Hey, Graf, wie weit fahren wir noch? Wir sind schon so weit gefahren. Ja, das stimmt. Wir machen hier Halt. Oh, bin ich kaputt. Graf! Los, Hannes, so hart haben wir nun auch wieder nicht trainiert. Wie kannst du Alfred jemals besiegen? Du hast ja so recht. Und du willst doch gewinnen, oder? Natürlich. Warum schluckst du nicht das hier? Was ist das? Probier es doch mal. Das gibt dir eine Menge Kraft. Echt wahr? Und ob. Und? Und was? Ach, nichts. Wie schmeckt's denn? Ein bisschen süß. Wirklich? Prima. Und wie fühlst du dich? Wieso? Ich meine, spürst du denn schon die Kraft? Noch nicht. Ich werde ein bisschen müde. Was? Oh, Stibitzi, Stibitzi. Was ist mit Stibitzi? Oh, nichts, nichts. Ist doch komisch. Wölle nahm ein Glas mit roten Pillen vom Brett. Ich hab es selbst gesehen. Hannes, was ist, was hast du denn? Ich weiß nicht. Mir wird warm und warmer und wärmer. Es fängt an zu wirken. Ich könnte vor Kraft platzen. Und wirst du auch immer und immer stärker, Hannes? Ich kann nicht stehen bleiben. Prima, dann renn doch einfach los, Hannes. Renn, renn. Okay. Hey, sag mal, Kram, was war das eigentlich für eine Pille? Das kann dir egal sein, Hannes. Du sollst endlich rennen. Los, lauf. Okay. Wieder. Du bist großartig, Hannes. Aber versuch es noch mal auf dem Fahrrad. Okay. Gerrit, jetzt kann uns beim Wettkampf keiner mehr schlagen. Wir würden uns freuen, wenn seine Majestät den Startschuss abgeben würde. Ich bin davon überzeugt, dass ihm das ein Vergnügen sein wird. Wir fühlen uns sehr geehrt. Welch eine Menschenmenge, so viele Zuschauer. Erstaunlich. Ich habe gehört, du hast hart trainiert. Du auch, stimmt's? Alle sagen, dass du gewinnst. Das glaube ich nicht. Die anderen sind auch sehr stark. Hallo, Hannes! Hör zu, du solltest heute 2 Wunderpillen schlucken.
Okay. Die eine nimmst du vor dem Start und die andere, sobald du dich etwas schwächer fühlst, okay? Okay. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht und suchte dich überall. Du hast den Sieg schon in der Tasche, Hannes. Hallo, Alfred. Viel Erfolg. Ich danke dir. Oh, Stampf, das bewährte Rezept. Ja, ich denke, das ist meine letzte Kur. Gut, du hast Glück, dass du mich noch antriffst. Ich wollte gerade zum Triathlon gehen. Entschuldigung. Ist schon gut. Komm rein. Hoffentlich ist es das letzte Mal, dass ich durch diese Tür gehen muss. Was ist das? Das gibt's doch nicht. Was ist denn los, Walle? Ein Teil deiner Medizin ist verschwunden. Aber ich habe vor 2 Wochen noch etwas geholt. Wir wissen schon, als Kra auch hier war. Ja, da hatte ich noch viel mehr. Vielleicht hat ja jemand anderes etwas davon gekauft. Ausgeschlossen. Denn die Medizin ist nur für Elefanten. Die verkaufe ich einzig und allein an dich. Dann ist sie geklaut worden. Aber warum? Niemand außer dir kann diese Medizin schlucken. Ganz sicher, Stamm. Ich habe sie nicht geklaut. Was passiert denn, wenn jemand anderes als ein Elefant sie schluckt? Ich weiß nicht. Dies ist eine Spezialmedizin für Elefanten. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, wenn man eine Pille schluckt, aber wenn man eine ganze Menge davon nimmt. Was passiert dann? Ich weiß es nicht genau, aber es kann sein, dass sich die Muskeln ausdehnen und dass man so groß wie ein Elefant wird. Ach, und die Nase wird dann so groß wie mein Rüssel? Ja, möglich ist das schon. Auf die Plätze! Sie warten auf Ihren Startschuss, Majestät. Welches Kaliber haben denn die Kugeln? Och, das sind doch nur Platzpatronen. Mein Gott, wie langweilig. Fertig und... laufen jetzt zum Wasser und schwimmen ans andere Ufer. Dort stehen Ihre Fahrräder bereit, Majestät, auf denen Sie wieder hierher zurückfahren werden. Für einen der Teilnehmer Partei zu ergreifen, Majestät. Die Teilnehmer müssen auf ihrem Weg zur Kirche jetzt die Stadt durchqueren. Dort müssen sie ihre Fahrräder wieder abstellen und ins Stadion rennen. Schau mal, Hannes liegt vorn. Ich kann's nicht fassen. Geht die Ente als Erster durchs Ziel? Nein, Majestät, sie müssen noch einmal durch die Stadt und kommen dann wieder hierher zurück. So sollte es jedenfalls sein. Thank you.
zu, Hannes! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Fantastisch! Ich war lange nicht so aufgeregt, Ferdinand. Wie hat es dir gefallen, mein Kind? Wir haben eine wichtige Mitteilung hinsichtlich der Preisverleihung. Seine Majestät hat uns wissen lassen, dass er den Pokal dem Gewinner des Jugendtriathlons selbst überreichen will. Schauen Sie mal! Oh nein! Hannes! Hannes! Ja, was ist los, Alfred? Was ist mit meiner Nase? Was geht hier vor? Was ist mit meinem Schnabel? Kaka, nichts wie weg hier! Hilf mir, Alfred! Hilf mir doch, Alfred!